Seehofer telefoniert und Horst hat gesagt, du sei so gut, richte allen im Saal herzliche Grüße aus von meinem Nachfolger. Wo andere eine romantische Ader haben, da hatte der Markus ein WLAN-Kabel. Im Hengersbilder Rathaus, da hat der Markus unserem Bürgermeister feierlich die Kabel drum überreicht. Dann hat er auch erzählt, der Markus, bei dieser Gelegenheit, dass er noch am Vorabend das Kabel eigenhändig bei sich im Keller ausgebreitet hat, hat stundenlang mit dem Hammer draufgehaut, damit sie auch Breitband wird. Jetzt wollte der Pepe allen Ernstes die Bierpreise deckeln. Ja? Und der Reiter wollte deswegen an Pepe uns auf den Deckel geben. Und auf einmal macht dann Fake News die Runde. Die Oktoberfestwirte haben dann gesagt, hey, habt ihr schon gehört, der Pepe Schmidt will höhere Preise für Bierdeckel. Und die Oktoberfestwirte als bewaffneter Flügel der Münchner SPD. Das ist im Prinzip eine Auszeichnung für die Münchner Sozis, wo ich merkt habe, wie viele Menschen wirklich nicht integrationsfähig sind, weil ich habe da leider miterlebt, wie am Nachbartisch mir zu Hause Düsseldorfer sein Weißwurst mit scharfen Senf gegessen hat. Der Traumschiffkapitän ist da, das ist freilich. Siegfried Rauch, zurück aus Lampedusa. Respekt. Ja. Eine Frau kam zu ihm und hat gesagt, Herr Schulz, ich bin Friseurin, aber ich kann nicht von meinem Gehalt leben. Und hat der Schulz die Frau beim Arm genommen und hat gesagt, ich weiß, wie du dich fühlst, meine Frau geht auch zum Friseur. Jetzt ist natürlich der Schulz schon längst wieder in den Umfragen sauber runtergeplumpst. Weil irgendwann auch die Leute nicht haben, Mensch, der glaubt das, was er sagt. Für die CSU jetzt Zeit, das war dieses Integrationsgesetz. Für beide. Weil das ist ja zum Glück nicht von Ideologie geprägt, befürchtet, sondern von Humanismus. Da gilt ja der Grundsatz, wer bei uns nichts verloren hat, hat hier auch nichts zu suchen. Die Lage ist in der Tat dramatisch. FC Bayern im Viertelfinale der Champions League raus. FC Ingolstadt auf dem Abstiegsplatz und hat der Seehofer gesagt, in so einer Situation kann man das Ruder nicht einem Fan des ersten FC Nürnberg in die andere. Und dann hat man als Prinz Charles der CSU bezeichnet und das